Die Attacke ist ja ganz schön und gut, aber wenn sie meinen Gegner einsetzt, ist sie nervig. Ich meine, immerhin regeneriert das die Hälfte der KP. Deswegen ist sie ja so nervig. Ich gehe jetzt mal da hoch, weil da oben scheint es weniger Büsche zu geben. Oh, ein Lebiskus! Wir wissen ja, dass du Typ Gift bist und auch ausschließlich Typ Gift. Setzen trotzdem aber einen Aurora-Strahl ein, weil ich's kann. Ja, genau. Ganz einfach, weil ich's kann. Aussetzer, damit der Giftstachel zumindest schon mal nicht mehr benutzt wird. Ansonsten kannst du noch Geheimpower. War wohl eine etwas schlechte Idee, da drauf einen Aussetzer zu geben. Da ich noch ein Level Up für Serana haben will, wird jetzt Kekkon in den Kampf springen. Und mit seinem Nebelball hier alles zunichte machen. Alles kaputt machen. Dürfte eigentlich nicht so heftig sein. Deswegen der Nebelball, Psycho-Attacke, Libiskus tot. Tschüssi, Libiskus. Kekkon braucht eindeutig noch ein paar brauchbare Attacken. Das wäre zumindest schon mal eine geile Sache. Ja, ja, ist gut, Serana. Serana wurde besiegt. Gut, wer kommt als nächstes an die Spitze? Kekkon! Du brauchst doch bestimmt noch ein, zwei Level und diesmal machen wir einen Einzelkampf. Ich bin vom Küstenradweg heruntergefallen und da ich diese Peinlichkeit vergessen will, musst du jetzt gegen mich kämpfen. Gut, dann machen wir das. Los geht's. Wenden wollen wir mal. Strongman Jacqueline. Ja, genau so sieht's aus. Ah, ich habe gerade so ein richtig schön breites Grinsen im Gesicht. Strongman Jacqueline. Jacqueline! Lass mal dein Endon stecken! Oh, Eskanale-Rakete. Die wird mal gekonnt übersprungen, weil die einfach nur ewig dauert. Bäm! So. Endon tot, Feldi glücklich. Und der nächste, der trainiert wird, ist natürlich dann... Kekkon versucht, Regentanz zu lernen. Mein Gut, wir haben sonst noch zwei weitere nutzlose Attacken. Dann bin ich dafür, dass wir Barriere vergessen lassen. Und tschüss, Barriere ist tot, Regentanz ist da. Hallo, Regentanz. Strongman Jacqueline wurde besiegt. Ups, ich habe verloren, schon wieder abgestürzt. Dumm gelaufen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe deine Absichten vorher gesehen, daher werde ich nicht verlieren. Oh, really? Bist du dir da sicher? Das werden wir ja sehen, Gymnast. Nicht Gymnasiast? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall heißt er Mark und hat einen Lampi. Na, das Lampi wird aber nicht lange leben. Kekkönchen, hau mal dein Nebelball rin. Bäm. Und tschüss, Lampi. Halt. Das Vieh hat sogar noch was übrig. Oh, da muss man aber ganz genau hingucken. Muss man echt genau hingucken. Ach, wir ärgern das Lampi jetzt und hauen Toxin drauf. Dann dürfte sich das sowieso erledigt haben. Hallo, Garen! Tschüss, Lampi! Heute gibt's aber kein Demacia für dich. Ich konnte nicht einmal meine eigene Niederlage vorhersehen. Ja, dumm gelaufen. Da kann ich dir jetzt echt nicht helfen. Deswegen werden wir jetzt einfach da durchlaufen und uns ein weiteres Item holen. Juhu! Und da ist noch ein Pokéball. Yay! Ich bin gut. Ich bin so gut, dass es schon fast wieder schlecht ist.
Und hier hat's massig Bären. Hallo, Bären. Na, na, na. Na, 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 eine Beere. Ja, ich weiß, der war schlecht, aber ich hab's zumindest versucht. Na, 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 na. Banane. Ich find's sowieso lustig, dass eigentlich offensichtlich ist, dass das eine Banane darstellen soll. Ich meine, das Ding heißt Nana-Beere. Genauso wie die Himbeere. Ist doch klar, dass es eine Himbeere ist. Warum also so geheimnisvoll tun? Oh, da unten ist ein Item. Das nehme ich doch direkt mal mit. Hallo, Item. Oh, X-Tempo. Das wird sowas von verkauft. Oh, dann wollen wir mal gucken. Was können wir hier denn so kaufen? Supertränke wären schon mal eine geile Idee. 11 Stück, ja. Und dann wollen wir mal so ein bisschen unser Inventar plündern. Also, was können wir hier denn alles verkaufen? Das AP Plus. Verkauft. Megablock. Verkauft. Zickzacksbrief. Verkauft. Sonderbonbon. Ah, überlege ich mir noch. Angriff Plus. Verkauft. X-Tempo. Verkauft. Noch irgendwas. Ja gut, das kann ich nicht verkaufen. Giftblick. Bringt 1500. Ja gut, verkauft. Tschüss. Gut, dann kann es ja weitergehen. Halt, Moment. Ich wollte ja noch Superbälle kaufen gehen. Mann, bin ich ein Genius. Also, Superbälle. Kaufen wir uns 13 Stück und sind wieder glücklich. Mal sehen, was wir denn sonst so finden an Pokémon und Pokémon-Technik und Zeugs. Und ich bin dafür, dass wir kurz in die Spielhalle gehen. Obwohl, nein. Nein. Nein, nicht Heiko. Müssen wir den jetzt sofort ärgern oder kann das auch noch eine Weile warten? Bla. Hallo Pokémon Center und tschüss Pokémon Center. Also ich wäre erstmal dafür, dass wir da drüben sämtliche Trainer erstmal vernichten. Obwohl, hier hat es doch jemand mit Fahrrädern. Nun, was haben wir denn hier? Einen höchst energetischen Kunden. Ich? Du kannst Radler zu mir sagen. Ich bin der Besitzer des Fahrradshops. Deine Turbotreter, die sehen ja wirklich schmuddelig aus. Ja gut, ich habe auch seit Wochen nicht mehr geschlafen und bin einfach nur durch die Gegend gerannt. Kommst du von weit her? Hm, ja, könnte man so sagen. Hm, du kommst den ganzen Weg von Wurzelheim her? Meine Güte, das ist unwahrscheinlich weit weg. Wenn du eines meiner Räder hättest, könntest du leicht überall hin und den Wind in den Haaren spüren. Ich sag dir was, ich werde dir einen Rat geben. Oh, eine Sekunde. Ich sollte dir sagen, dass es zwei verschiedene Räder gibt. Das Eilrad und das Kunstrad. Eilräder für Leute, die den Wind in den Haaren spüren wollen und Kunsträder für Leute, die die Techniken des Radfahrens beherrschen wollen. Da ich ein richtig weiches Herz habe, darfst du dir eines aussuchen. Welches möchtest du haben? Ich möchte das Kunstrad haben, weil mit dem Einrad bin ich noch nie klargekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Eilrad ist für mich wirklich das Schlimmste auf der Welt. Da lobe ich mir doch lieber das Kunstrad. So, Route 118. Hier hat schon mal zwei Trainer, die ich einzeln auseinandernehmen kann. Hm, mal gucken. Dem wird sich mal Serana annehmen. Und dann darf Aquados noch sein Level abholen. Los, los, los. Pokémon 1, 2 und 3. Gut, dann zeigt mal her. Elite-Knopf Marcellus. Flurmel. Juhu. So, dann zeig mal her, Elite-Knopf. Mit dem Flurmel kommst du bei mir auf jeden Fall nicht weit, denn ich habe den allmächtigen Aurora-Strahl. Ja. Na gut. Das heißt ja allmächtig. Er ist halt nicht gerade schwach.
Holy moly! The fuck is hier los? Aquados, would you kindly übernehmen das Ganze? Das ist gerade so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Eine Aquaknarre wäre schon mal ein guter Anfang. Ja. Oh komm, jetzt singt das Mistvieh auch noch. Ich habe gar nicht gewusst, dass Flummel singen können. Ich meine, die hören doch nichts. Los, wach auf, wach auf. Danke. Danke, Aquados. Serana hat zumindest Level 17 erreicht. Und Aquados darf das demnächst auch. Also, los, komm, los geht's mit einem Myraplan. Mal sehen, was du für ein Typ hast. Aquaknarre. Okay, Kometenhieb. Wie bitte was? Ging daneben? Mehrfachattacken können was Tolles sein. Gut, also der Donnerblitz oder was das Myraplan da eingesetzt hat, ist schon mal nicht sonderlich hart. Und jetzt kommt noch ein Kindwurm uns entgegen. Gut, das kriegen wir auch noch gebacken. Also. Fußkick. Gut. Kekkon. I need your help, please. Also. Kekkon haut jetzt noch mit einem Nebelball drauf und dann dürfte dieses Kindwurm. Ja. Nicht mehr viel drauf haben. Außer tot sein. Nebelball! Tschüssi! Das ist sehr effektiv, ja, da bin ich mir im Klaren. Dass dem so ist. Und Marcellus hat verloren. Los, ihr Pokémon, es geht euch gut. Pokémon 1, 2 und 3. Letzte Chance, vorbei! Ja, dumm gelaufen, Kleiner. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück ins Pokémon Center. Heile doch meine Pokémon. Und dann ärgere ich die Frau da unten. Aber vorher tausche ich Aquados gegen Serana aus. Einfach weil ich es kann. Der Duft der Blumen hat eine magische Kraft. Er reinigt Körper und Geist. Gut, dann zeig mal, was du denn so an Düften dabei hast. Finde ich nämlich ganz dufte. Fischer Daniel. Yay, Daniel Fischer. Mit einem Wohin genau. Gut, dann wollen wir mal gucken. Vielleicht hat das ja... Oh. Okay, ein Gift-Pokémon. Ich will, dass du ein Kometenhieb einsetzt. Sorry. Aber da hat mich gerade so ein bisschen die Angriffswut gepackt. Ah, komm, Kometenhieb! Sollte vielleicht ein anderes Pokémon einsetzen? Kekkon wäre zumindest schon mal eine gute Idee. Weil Kekkon ja kein Problem mit bösen Gift-Pokémon hat und glücklicherweise auch gegen sämtliche Statusveränderungen immun ist, dürfte das Pokémon genau jetzt so ziemlich ins Gras beißen. Om nom nom, hoffentlich schmeckt's. So. Aquados ist Level 17, das heißt, wir können jetzt wieder stinknormal trainieren. Als nächstes kommt ein Dummiesel. Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln, denn Kekkon ist dann schon mal der Erste, der auf Level 18 trainieren darf. Mit einem Nebelball probiere ich mal hier so ein bisschen das Dummiesel zu killen. Nur so ein bisschen. Und als nächstes kommt ein Blutjuck.